Herzlich willkommen zum Adventskalender von Pharmalogisch. Heute geht es um die Frage, warum kommt es denn unter der Therapie mit Zytostatika so häufig zu einer Mundschleimhautentzündung? In der Apotheke kriege ich das relativ häufig mit. Da kommen die Patienten dann mit einem Rezept über eine Rezeptur und wir fertigen dann eine Lösung an, mit der sie gurgeln können, damit diese Entzündung abklingt und vor allem die damit verbundenen Schmerzen weniger werden. Ja, Mundschleimhautentzündung, das klingt beim Zuhören ja schon grauslich. Man kann sich vorstellen, dass derjenige dann lieber weniger trinkt und weniger isst, weil das halt wehtut. Und eine verminderte Nährstoffzufuhr bei einer Krebstherapie ist keine gute Idee. Warum kommt es jetzt dazu? Zytostatika stürzen sich ja ganz allgemein auf Zellen, die sich besonders schnell teilen. Und da gehören eben nicht nur die Tumorzellen dazu, sondern auch verschiedene Zellen im Körper, unter anderem die Schleimhautzellen. Und das klärt einfach, warum die Schleimhaut sich unter der Therapie nicht so aufbaut, nicht so widerstandsfähig ist, wie sie sein sollte. Und dementsprechend ist sie anfälliger für irgendwelche Erreger und für Entzündungen. Dazu kommt noch, dass die Zytostatika ja auch eine immunsuppressive Wirkung haben. Also das Immunsystem ist auch nicht so fit. Das heißt, Erreger haben nochmal ein leichteres Spiel. Und die Erreger, die diese Entzündungen auslösen können, die sind unter Umständen schon ganz normal in der Mundhöhle vorhanden. Deswegen ist es super wichtig, dass man vor Start der Therapie dafür sorgt, dass im Mund alles okay ist. Also Zähne wirklich 1A nochmal durchchecken und behandeln lassen, eventuelle Schleimhautprobleme, Zahnfleischprobleme vorher angehen, damit eben der Zustand vor Start der Therapie möglichst optimal ist. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Bis dahin!